So, Freunde, doch noch ein bisschen später als ich dachte und vor allem doch nur ein Video während der Länderspielpause, dann noch ein bisschen schleifen lassen. Aber das ist ja die Freiheit, die man sich gönnen kann, wenn man einen eigenen Channel hat, sein eigener Herr ist und so weiter. Ja, ich wollte gestern Abend eigentlich schon mit euch über Deutschland gegen Belgien sprechen. Jetzt machen wir es halt mit 24 Stunden Verspätung. Und ja, ich meine, was soll man noch groß sagen? Also, ich würde mal den Titel Mittelmaß wählen, weil von den ganzen Top-Nationen, die es so gibt, Frankreich, England, Portugal, Spanien, etc., Italien natürlich, ist Deutschland, nach dem, was ich gestern gesehen habe, nur noch Mittelmaß. Die ersten 30 Minuten gruselig und absolut indiskutabel. Danach hat nur noch Deutschland gespielt, danach hat Belgien sich vorführen lassen, wobei man auch da sagen muss, Belgien ist ja jetzt auch gerade im Umbruch, muss sie jetzt auch gerade neu finden. Die waren nicht zu Unrecht die Nummer eins der Welt, lange, lange Zeit. Und die könnten eigentlich auch viel mehr. Aber ich meine, dann scheitert es auch an der Chancenverwertung, wenn du trotzdem 3 zu 2 verlierst, in der zweiten Halbzeit einen Konter zulässt und der geht dann auch noch rein. Und wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wie die Tore so gefallen sind, also ich habe die Highlights dann gesehen, ich kam ein bisschen später, dachte mir so, also allein wie die Tore gefallen sind, hätte man auch denken können, Hertha später gerade. Einmal gut nach außen gelegt, dann ist die komplette linke Seite frei, er braucht einfach nur durchlaufen und dann ist Lukaku da und macht das Tor. Und dann, sorry, Carrasco da. Und macht das Tor. Und das zweite Tor resultiert aus einem Ballverlust in der eigenen Hälfte. Und das ist dann so ein Punkt, ja, sowas darf halt nicht passieren, auch nicht in der deutschen Nationalmannschaft. Kimmich, eigentlich jemand, der seine Mannschaft stabilisieren soll, auch gerade als Kapitän, hat es absolut nicht geschafft, ist sogar auf ganzer Ebene gescheitert. Erst nachdem Emre Can reinkam, lief das Ganze dann ein bisschen besser. Deswegen finde ich es schwierig, da von Top-Spiel zu reden. Also wirklich, wenn das wirklich so weitergeht, ich meine, man könnte jetzt auf den, wie gesagt, auf den guten 60 Minuten aufbauen, aber ich finde, wenn das so weitergeht, dann hat man mit der Heim-Europameisterschaft 2024, aber mal sowas von gar nichts zu tun. Und ich habe selber gesagt, da muss man liefern. Und liefern heißt für mich Minimum mal Top 4, also sprich Halbfinale. Da kann aber, wie gesagt, richtig schief gehen. Also, man wählt sich ja die Tests, man hat ja extra schon gesagt, wir gehen nicht in eine Quali-Gruppe rein, sondern wählen uns die Testspielgegner selber. Da kann aber natürlich auch eine Gefahr sein, weil du natürlich auch sagen kannst, komm, ich wähle mir irgendwelche Lappengegner und hole mir dann Selbstvertrauen, anstatt mal irgendwie eben gegen so Mannschaften wie Belgien zu testen, die dann auch wirklich bei der Europameisterschaft teilnehmen. So. Und wenn du jetzt in der Quali-Gruppe wärst, wie Italien und England zum Beispiel, dann hättest du durchaus schon ein bisschen was zu tun. So, meiner Meinung nach. Und es gibt jetzt schon wieder Kommentare, wo Leute schreiben, gut, dass die EM im eigenen Land stattfindet, weil würden wir die Quali spielen, würden wir uns nicht qualifizieren. Und vielleicht mag das auch stimmen, wenn du nicht gerade so eine Gruppe erwischst, die Portugal, die Luxemburg und Liechtenstein haben, was ja eigentlich schon gefühlt nie passiert. So, ne? Das sieht düster aus. Also, ich sehe da nicht viel Gutes. Klar hast du dann den Elfmeter zum 1 zu 2 gemacht und nochmal ein schönes Tor zum 2-3. Aber warum startest du eine Schlussoffensive 10 Minuten vor Ende, wenn du mit zwei Toren hinten liegst? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich glaube, sehr viele waren unzufrieden von dem Spiel. Und da muss unbedingt noch einiges besser werden. Ich bin gespannt, was im Juni passiert bei der nächsten Länderspielmaßnahme. Wie Deutschland dann weiterspielt, welche Testspielgegner sie sich dann suchen.
Und dann sei ihnen schleunigst geraten, dass sie ganz schnell die PS auf die Straße kriegen. Denn so wird das nichts. Und ja, auch wenn die Stammkräfte oder einige Stammkräfte gefehlt haben, es ist ja schön, wenn man neue Leute austestet, aber A sollte man sie dann mal spielen lassen und nicht nur 10 Minuten. Und B darf das dann halt trotzdem keine Ausrede sein. Also der Kader, den man hatte, der hätte ja trotzdem reichen können, um bei so einem Turnier meiner Meinung nach bestehen zu können oder zumindest mal gegen Belgien bestehen zu können, die auch gerade, wie ich vorhin schon sagte, im Aufbau sind. So, das war's an der Stelle. Für dieses Video entlasse ich euch. Ich werde jetzt noch 2 Folgen Talentschmiede vorproduzieren, damit eben schon was da ist und ich über Ostern auch nicht da bin, weil auch an Ostersonntag soll eine Talentschmiede kommen. Und ja, ansonsten hören wir uns wie gewohnt Samstag zum Hertha Rage Talk. Und ab nächste Woche geht es dann endlich wieder los mit der Champions League ist noch nicht nächste Woche, aber DFB-Pokal ist nächste Woche. Das heißt, wir können schön über DFB-Pokal zum Beispiel quatschen. Ja, mach's gut, Harry, und tschüssi.